Hallo und herzlich willkommen zur 223. Folge Let's Play Minecraft Season 5. Wir sind hier gerade an unserer Formel-Schweinstrecke, die wir ein bisschen einrichten. Und ich glaube, diese Treppe, was heißt diese Treppe? Wir haben noch vier. Da ziehe ich die so hier rum. Und aus den zweien mache ich ganz einfach solche zwei rein. Da tue ich nämlich hier. Mensch, Mensch, Mensch. Weißgebrannten Tunnel setzen. Hier wollte ich jetzt eigentlich rotgebrannten Tunnel setzen. Da aber hier, warte mal, jetzt so connected und hier niemand runterfallen soll, mache ich das schon ein früher. Wir haben ja ein paar Zäune. Essen braucht man gerade nicht. Das connected sofort mit der. Ja, dann machen wir es so. Noch einen weg. Das sieht besser aus. Und hier, genau. Und dann machen wir das Ganze so. So. Immer im Wechsel. Und hier braucht man mal ein bisschen Erde immer mal. Hier das ganze Areal. Noch schön anhebt. Genau. Thomas hat da drüben genauso gemacht. Müssen wir nur mal hier von unten oder machen wir das von oben? Nein, nicht gleichsetzen. Also. Können wir ruhig so lassen. Ja, das passt. Fährt man dann hier so hoch. Und dann hat man hier noch einen roten. Hier einen weißen. Rot. 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 Hier weiß und weiß, super. Und hier rot, weiß. Na, machen wir das mal ein bisschen getrickst. So, wie viel halten die denn jetzt aus? 157, das geht ja noch. Also hier ist es schon. Hier ist es schon. Wir könnten ja auch so eine Natura-Strecke draus machen, ne? Deswegen nehme ich aber hier gerade ein bisschen den Berg weg, dass es so ein bisschen drunter wachsen kann. Zum Bleistift. So. Ich muss hier immer mal was hinsetzen. Genau. Hier auch. Da auch. Da auch. Und hier auch möchte ich dann gerne wieder. Oder warte mal.
Ich schaue mal unsere Stadtfarben. Wenn wir da irgendwo noch was aufzwingen können. So, dann ist jetzt schon wieder Nacht. Schlafen wir erstmal. Blau haben wir schon da. Zum Alleine. Jetzt. Haben wir noch was? Grün, gelb haben wir auch noch vier. Vier Stück immer noch gelben. Ich gehe mal außen rum. Das heißt außen rum, oben rum. Ah, hier ist ein Zombie irgendwo unten drunter. Wird wahrscheinlich ja. Ja, lieben würden Farm unten drunter sein. Hier können jetzt noch Steine. Nochmal hier drinnen gucken, aber da hatte ich glaube ich alles rausgeräumt. Ne. Da ist noch gelb und da ist auch noch grün. Super, da haben wir noch Orangenen. Magenta und Violett. Gibt es da Unterschiede? Psala. Das Holz. Und hier oben haben wir auch noch nichts eingerichtet. Ich glaube, das wird so ein kleines Zwischenlager hier werden, oder? Ist es ja schon so halb. Was geht denn in die Richtung? Ich möchte doch wieder zurück zur Baustelle. So. Du. Seid gespannt, was jetzt kommt. Gelb war in der Mitte. Genau. Mit Blau fängt es an. So, hier. So, mal die drei hier in die Mitte. Oder? So. Das brauchen wir jetzt nicht. Und so. Ja, so. Gut. Blau fängt es an. Dann mit Gelb. Dann mit Grün. Wieder Blau. Gelb. Grün. Blau. Gelb. Da kommt das eine Schlag mal noch rein. Grün. Das gleiche hier auch. Genau, das müsste jetzt dreimal auf jeder Seite sein. Na, 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 na. Gut, falsch. Haben wir das auch geregelt? Und hier hinten wollten wir eine Brücke bauen. Hier unten ist die Freilichtbühne. Und hier müssen wir ein bisschen was auskoffern. Und da tun wir hier so eine Hängebrücke drüber bauen aus Eichenholz. Habe ich mir das so gedacht. Und der Untergrund wird aus Fichtenholzplatten bestehen. Und das habe ich nämlich mal in einer Testwelt, wo ich eine Hängebrücke gebaut habe. Die habe ich mal komplett aus Eichenholz gebaut. Und da hat mir die nicht so gefallen. Da habe ich die Platten ersetzt durch Fichtenholzplatten. Und das sah das gleich viel besser aus. Viel besser. So, da holen wir jetzt mal Fichtenholz und Eichenholzzäune. Haben wir ja noch genügend. RD haben wir auch noch genügend.
Bin ich an der Truhe vorbeigelaufen? Nein, hier ist sie. Wir haben noch Zäune, die nehmen wir alle mal mit. Haben wir nämlich kein Fichtenholz mehr. So, tun wir die hier mit hier hin. Vielleicht braucht man die irgendwann. Rosa Wolle. Rosa Wolle, weiß gefärbter Ton, rot gefärbt, blau gefärbt. Ja, die Erde, die lassen wir mal hier. Können wir jetzt noch Krustkiste hier jetzt schon noch mehr davon? Brauche ich wahrscheinlich noch ein bisschen davon. Ja, mir, naja, ich nehme einfach mal mit. Das kann ja nicht schaden. Das kann ja nicht schaden. Und wir brauchen jetzt, die lasse ich auch mal hier, Fichtenholz. Fichtenholz. Weiß ich gerade gar nicht, wo wir das haben. Ich gucke es mal bei meiner letzten Bautruhe. Ah, die ist dort ganz weit vorne. Da laufen wir jetzt mal nicht hin. Ich glaube mal, hier ist auch noch ein bisschen Fischti-Fischti drin. 26. Wir haben noch zwei Strappen. Das ist gut. Brauche ich mir nicht so viel machen. So eine Schaufel, wenn unsere kaputt geht, können wir die benutzen. Mal nach Fichtenholz. Ist hier noch. Ne, ist nur Eichen drin. Müsste eigentlich für jede Reihe eine Truhe stehen, wo das dann drin ist, die Erzeugnisse. Aber ich gucke erst mal hier. Ne, ist alles Erde. Ja, da bleibt uns wohl nichts über, als hier so einen schönen Baum zu fällen. Vorher erstmal was. Ich baue mich da immer so, wer es noch nicht kennt, in einen Kreis, so schräg nach oben. Manche setzen da auch eine Leiter ran. Oder stacken sich hoch. Jeder, wie das am besten weiß, sich zu helfen. Da gibt es sehr viele Techniken. Oh, jetzt sind wir fast oben. Hab gerade ein bisschen Marmelade zum Verkosten bekommen. Ist noch ein bisschen warm. Ich glaube, wenn sie kalt ist, schmeckt sie besser, das schmeckt gut. Ach, man hat leider wieder Hunger bekommen, ja. Hehe. Warum jetzt alles? Ja, Hammer. Müssen wir jetzt noch warten auf 4 Setzlinge. Auf mindestens 4 Setzlinge. Und das mache ich mal in. Da, guck mal, da liegt schon einer. In der Ausgrenzphase. Denn die 15 Minuten sind rum. Oder? Na, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit haben wir. Hier war es auch nicht so der größte Shit aller Zeiten. Machen wir hiervon noch ein paar Zäunchen. Genau, da brauchen wir eigentlich nur 4 Stück, aber egal. Oder? Was haben wir denn dort hinten dran geschrieben? Dieser Baum ist für das Weihnachtsfest in dem Team ausgesucht worden. Das habe ich sogar geschrieben.
Standfrage 199, 22 März 16. Ist ja auch schon ein bisschen her, ne? Aber der ist klein, fein und schön gewachsen. Ich glaube, wenn man da noch jemand drüben die Fellen, kommt immer noch ein Setzling runter. Ich sehe aber auch keine hier oben rumfliegen. Aber es könnte auch zu hoch sein. Es könnte auch zu hoch sein. Aber hier ist einer. Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Und wir gehen schlafen. Ich kann nicht schlafen. Schade. Jetzt kann ich schlafen. Aber im Chat ist auch nichts los, oder? Nee. Nix. Es kommt demnächst ein neuer Server-Trailer. Könnt ihr euch schon gespannt drauf freuen? Und auch ein Intro-Video. Es gibt nämlich jetzt höchstwahrscheinlich jede Woche, werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich probiere es zu schaffen, weil so viel Information gibt es ja nicht. Aber jeden Monat möchte ich schon eine Information rausgeben. Die Admins, die haben immer so schöne. Gibt es diesen Befehl, wenn man dahinter einen Namen eingibt? Ne, bin ich jetzt gerade auf die falsche Taste gekommen. So, Hilti Hammerson. So heißt er doch, ne? Der Oberzeon. Und sich dann das anschaut. Offline seit 8 Monaten, 24 Tagen, 22 Stunden. Und das war im Oktober. Und wir haben ja extra den Community-Server für Operzieren mit eingerichtet, dass er mit der Community zusammen, abgesehen jetzt von einzelnen Problemen, die wir hatten, sind wir jetzt schon seit Anfang März wieder offen. Ne? Und von Oktober bis Dezember wollte er auch noch ein paar Mal drauf kommen. 7 Setzlinge ist, glaube ich, genügend. Ist keine Erde drin, warum? Und ich verstehe es auch vollkommen, wenn man mal keine Zeit hat, wegen privaten Sachen. Verstehe ich vollkommen. Aber so lange. Naja, hat sich zumindest in der Community, nee, das sind erst drei, in der Community auch ein bisschen in geteilter Meinung ausgedrückt. Einen können wir entfernen, finde ich super. Ich muss mal wirklich ein bisschen offscreen hier farmen, dass wir die ganzen Setzlinge mal rausbekommen. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Ich wünsche euch dann einen wunderschönen Tag. Ciao. Ein Loch.